Korintherbrief. Korintherbrief ist die Bezeichnung der Briefe des Apostel Paulus an die Korinther. Apostel Paulus hat die christliche Gemeinde in der Hafenstadt Korinth selbst gegründet. Die Hafenstadt Korinth war eine der wichtigsten griechischen Hafenstädte mit einem regen philosophischen und intellektuellen Leben. Korinth war auch eine Handelsstadt und damit eine Hafenstadt. Korinth hatte schon früh eine christliche Gemeinde, eben gegründet vom Apostel Paulus. Die wichtigsten Briefe, die Paulus für die spirituelle Inspiration der Gemeinde verfasst hat, nennen sich erster und zweiter Brief von Paulus an die Korinther oder kurz Korintherbrief. Man spricht vom ersten Korintherbrief und vom zweiten Korintherbrief. Erster und zweiter Korintherbrief gehören zu den schönsten Zeugnissen, wie christliche Frühgemeinde verfasst wurden und wie die frühchristlichen Gemeinden gelebt haben. Paulus bezieht sich im ersten und zweiten Korintherbrief ganz besonders auf die Probleme in Korinth. Vermutlich wurden durch Boten die Briefe aus der Gemeinde an ihn herangetragen und er hat über diese Probleme der Gemeinde gehört. Das heißt, im Zusammensein mit der Gemeinde untereinander. Es war immer schon so, dass spirituelle Menschen hohe Ideale haben und dass sie dort verschiedene Ansicht haben und daran können Gemeinden, Gemeinschaften zerreißen. Und bis heute sind die Empfehlungen von Apostel Paulus in den Korintherbriefen wunderbar, um Inspiration zu geben für spirituelle Gemeinschaften, egal welcher Religion. In den Korintherbriefen wird deutlich, dass die Einheit der christlichen Gemeinde auf dem Spiel stand. Es gab verschiedene theologische Lehrer und diese haben Unterschiedliches gelehrt. Der Apostel Paulus musste gegenüber den Christen mit jüdischer Tradition in Korinth seine Autorität behaupten. Und andererseits musste er auch gegenüber den Christen, die gebürtige Griechen waren, auch zeigen, dass auch sie willkommen waren. Und so findet man in den Korintherbriefen Einblick in Schwierigkeiten, die alle christlichen Gemeinden hatten, nicht nur in Korinth. Apostel Paulus will besonders die Einheit der Gemeinde betonen. Er vergleicht die Gemeinde mit einem Leib und seinen verschiedenen Körperteilen. Er versteht die christliche Gemeinde als Leib Christi und Christus ist das Haupt des Leibes. So steht im 1. Korinther 12, 12 bis 13 der Vers: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit einem Geist getränkt. Und so sagt er auch, wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so ist auch Christus. Und so war es ihm auch wichtig, dass es unterschiedliche Gaben gibt. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten, Talente und Gaben. Man sollte keine Dienste höher oder niedriger bewerten, sondern man soll überlegen, was dient dem Aufbau der Gemeinde. Wenn es Streitigkeiten gibt, soll man überlegen, was dient dem Aufbau der Gemeinde, was dient der Gemeinschaft. Es wurden auch praktische Fragen an Paulus herangetragen. Und so nimmt Paulus auch Stellung zu Problemen und Meinungsverschiedenheiten in Fragen der Lebensführung, in Fragen der Geschlechterbeziehungen und auch im Umgang mit heidnischen Kultbräuchen. Ja, und Paulus hat dort empfohlen, dass man sexuelle Unzucht nicht dulden soll und dass man auch nicht vor heidnischen Gerichten prozessieren soll, mindestens keine Prozesse dort stützen sollte.
Aber er spricht auch von der Freiheit des Geistes Jesu Christi und er nimmt so Rücksicht auf Schwache, zum Beispiel beim Abendmahl. Und es geht ihm auch darum, dass Bedürftige unterstützt werden und dass die Korinther-Gemeinde, auch bedürftige Gemeinde wie in Jerusalem, durch Geldspenden unterstützt. In den Korintherbriefen spricht auch Paulus davon, dass christliches Leben auch Anfechtungen verschiedener Art ausgesetzt sein kann. Und dort sagt er auch, in der Schwachheit liegt die eigentliche Stärke. Es wird immer wieder innere Anfechtungen geben, durch den Glauben kann man stark werden. Der Diener Christi und damit jeder spirituelle Mensch erscheint oft wie ein Narr in der Welt. Und so führt Paulus auch den Kern des Evangeliums von Jesus Christus auf Jesus Christus selbst zurück. Das Wort vom Kreuz erscheint den Juden als Anstoß und als Ärgernis ihres Glaubens. Und für Nichtjuden erscheint der christliche Glaube als Torheit, weil es alle Vorstellungen von einem vollkommenen Gott in Frage stellt. Denn Jesus Christus hat auch immer wieder menschliche Eigenschaften gehabt. Und in der Botschaft von der Auferstehung werden die Grenzen der Erkenntnis überschritten. Und so stellt er auch die Frage, wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? So steht es im 1. Korinther, 1. Kapitel, 20. Vers. Und so wird der gekreuzigte Jesus laut Korintherbrief zum Symbol dafür, dass Gott gerade das besonders empfiehlt, was von der Welt verworfen ist und was von der Welt gerichtet wurde. Und mit dem Bekenntnis zur Auferstehung des Gekreuzigten wird nochmal das Bild eines vollkommenen Gottes scheinbar zerstört, denn der Gekreuzigte ist ja gestorben, er ist hingerichtet worden, er hat gelitten. Und der Gelittene ist wieder auferstanden. Und so werden die Christen aufgerufen, beständig beim Glauben zu sein, inneren und äußeren Anfechtungen zu widerstehen und gemeinsam zu sein, um gemeinsam im Glauben zu verweilen, zu wandeln und nicht allein im Schauen. Gleichzeitig wird gesagt, man soll nicht überheblich sein. Es gibt eine im Glauben gegründete Freiheit, aber trotzdem ist nicht alles erlaubt. Gnadengaben sind auch nicht grenzenlos. Und Leid und Tränen sind auch nicht überwunden, sondern der Mensch geht weiter durch Leiden hindurch. Das Ziel der Geschichte von Mensch und Welt muss noch erfüllt werden. Und so sagt Paulus schließlich, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, später aber von Angesicht zu Angesicht. So steht es im 1. Korinther 13,12. Ja, so ist also, sind die beiden Korintherbriefe ein Zeugnis von lebendigem Glauben und auch ein Zeugnis davon, wie man spirituelle Gemeinschaft leben kann. Bis heute sind die Paulusbriefe, sowohl die Korintherbriefe wie auch Hebräer- und Römerbriefe, also die Römerbriefe und die Korintherbriefe, besondere Zeugnisse und besondere Empfehlungen, wie man eine spirituelle Gemeinschaft leben kann.